Im heutigen Video zeige ich, wie man das Plektrum richtig hält, wieso es so oft runterfällt und was man beim Spielen mit dem Plektrum vermeiden sollte. Hey, ich bin der Andi vom Fingerfuchs-Kanal mit Tipps und Übungen, um dir das Gitarre-Lernen zu erleichtern. Auf dem Kanal gibt es jeden Freitag ein Erklärvideo oder Videos mit Tipps und Tricks. Wenn du neu hier bist, abonniere nicht vergessen. Bevor ich jetzt dann die Kamera umdrehe, dass man die Plektrumhaltung besser sieht, möchte ich nur sagen, in dem Video teile ich meine Erfahrungen und die Art und Weise, wie ich das Plektrum halte, ist zwar auch die Art und Weise, wie es die meisten Gitarristen machen, aber es gibt hier auch kein hundertprozentig richtig oder falsch, das muss jeder für sich selber rausfinden. So, ich habe die Kamera jetzt mal so hingerichtet, dass man es aus der eigenen Perspektive sieht. Ich nehme jetzt mal meine rechte Hand, meine Schlaghand, und legt das Plektrum so rein, als Verlängerung des Zeigefingers, dass es hinten ungefähr bei der Rille da anstößt. Ungefähr. Als Verlängerung des Zeigefingers. Jetzt lege ich den Daumen komplett drüber. Der Daumen greift, ich mache das mal mit dem Finger vor, mit dieser Fläche aufs Plektrum und die Spitze hängt drüber. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich knicke den Zeigefinger ein. Ich zeige das mal auf der Rückseite. Der Zeigefinger ist eingeknickt. Vorher war es so. Und jetzt knicke ich aber den Zeigefinger so ein. Und dann mache ich das so, dass ganz wenig von dieser Spitze rausschaut. Das ist jetzt auch abhängig davon, was ich vorhabe zu spielen. Ich gehe jetzt mal von Single Notes oder von Melodien aus und da schaue ich, dass sehr wenig Spitze rausschaut. So 2-3 mm ungefähr. Und wenn ich die Saiten jetzt direkt so im 90-Grad-Winkel treff, verhakt sich das Plektrum und es klingt auch nicht so gut. Deswegen drehe ich das Plektrum ganz leicht. Man sagt so zwischen, keine Ahnung, 25, 45 Grad ungefähr. Das muss man einfach ausprobieren. Ich drehe es immer relativ wenig. Es gibt Gitarristen, die drehen es etwas mehr. Das muss man einfach ausprobieren. Genau. Und dann kommt der Anschlag aus dem Handgelenk. Ich mache das mal vor, ich spiele mal den einen Ton schneller. Man sieht jetzt hier ganz gut, dass der Daumen sich nicht bewegt, also der macht nicht irgendwie solche Bewegungen. Das wäre eher kontraproduktiv, weil das Daumengelenk ziemlich schwach ist. Die Schnelligkeit kommt aus dem Handgelenk. Wenn ich jetzt Akkorde spiele, mache ich eigentlich dasselbe, nur dass ich etwas mehr von der Spitze rausschauen lasse und das Plektrum etwas lockerer halte. Jetzt sehen kann, kommt die Bewegung nicht nur aus dem Handgelenk, sondern auch aus dem Arm, aber das zeige ich jetzt dann in der anderen Perspektive nochmal. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal in der Frontansicht. Ich spiele mal Einzeltöne und Melodien. Und Akkorde. Hier sieht man jetzt schön, dass das Handgelenk locker ist, dass die Schläge aus dem lockeren Handgelenk kommen, aber gleichzeitig auch aus der Armbewegung. Jetzt zeige ich noch 4 häufige Haltungen, die beim Plektrumspiel eher ungünstig sind und dazu führen, dass das Plektrum runterfällt oder dass das Ganze unsauber klingt. Also der erste Punkt, häufig bei Anfängern, ist, dass das Plektrum mit Zeige, Mittelfinger und mit Daumen gehalten wird, also mit 3 Fingern. Das ist zwar am Anfang ganz cool, weil das Plektrum nicht runterfällt und weil das Plektrum schön im Griff ist. Das Problem ist, man nimmt dem Plektrum komplett die Flexibilität und es ist viel zu fest zwischen den Fingern. Beim Akkordspiel klingt es dann fürchterlich. Weil der Widerstand vom Plektrum viel zu stark ist und deswegen die Saiten so schnarren.
Außerdem hat das zur Folge, dass man Melodien auch nicht schnell genug spielen kann. Also mit der Technik wird man nie große Geschwindigkeiten erlangen. Dann der zweite Punkt, den ich oft sehe, ist, dass der Daumen nicht so drüber greift, sondern dass der Daumen das Plektrum so hält, dass so ein Knick drin ist und dass der von oben so drauf drückt. Und das Problem hierbei ist, dass sich das Plektrum die ganze Zeit dreht und auch viel, viel leichter rausfällt. Dritter Punkt, dritter häufiger Fehler ist, das Plektrum schaut zu weit raus. Das Plektrum wird so gehalten, dass viel zu viel Spitze rausschaut. Auch da fällt das Plektrum oft wieder aus den Fingern, aus den Händen. Und man hört beim Akkordspiel vor allem dann nicht einzelne Schläge, sondern immer so einen Ritsch-Ratsch-Sound, wenn das Plektrum drüber fährt. Ich mache das mal vor. Klingt jetzt nicht so angenehm und man merkt schon, man verhakt sich da dann auch die ganze Zeit. Außerdem, wenn man Melodien spielen will und diese Haltung hat, ist man zu weit von den Saiten weg und das Ganze ist dann eher ein Saitenraten als ein kontrolliertes Spielen. Und der vierte Punkt, den ich oft noch sehe, ist, dass der Zeigefinger entweder ausgestreckt ist, also nicht eingeknickt wird, was bei den Akkorden den Effekt hat, dass die Saiten zu stark angeschlagen werden. Das Plektrum hat keinen Spielraum hier. Und bei Melodien ist es so, dass die Hand einfach zu weit weg ist. Man kann nicht schnell spielen und es ist eher ein Saitenraten als ein kontrolliertes Saitenspielen. Oder genau das Gegenteil, dass das Plektrum oder dass der Zeigefinger zu sehr eingeknickt ist. Und dann, finde ich, verliert man komplett die Kontrolle über das Plektrum und es klingt auch viel zu hart. Schnellspielen ist mit der Technik bei mir gar nicht möglich. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video helfen, dein Plektrumspiel ein bisschen zu verbessern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte den Daumen nach oben und lass mich in den Kommentaren wissen, welche Tipps dir am meisten gebracht haben und welche Erfahrungen du mit der Plektrumhaltung gemacht hast.